Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der, ja, möchte ich fast sagen, aus dem Rio Deutschlands kommt, aus Paderborn, ja, bekannt für Temperament und Ekstase, so heißt übrigens auch sein neues Album. Herzlich willkommen einem Künstler, der heute einen karnevalistischen Vortrag vom Feinsten hier macht, ja, von sich gibt. Herzlich willkommen, ne lustige Rüdiger Hoffmann. Ja! Hallo erstmal. Riesenknatsch bei uns in der Clique. Riesenzoff. Und das alles nur wegen mir. Und dabei fing das so schön an. Wir wollten wie jedes Jahr wieder zelten bei uns am Baggersee. Die Jungs und ich. Ja, nur dieses Mal halt ohne die Frauen. Nee, weil das war ein bisschen blöd gewesen letztes Jahr. Da waren die Freundinnen von den Jungs mit gewesen. Ich bin ja eher immer noch so ein bisschen solo. Ja, und das war echt ein Fiasko. Ne? Das fing schon morgens an, wenn wir uns vorm Zelt so eine Bierdose aufreißen wollten. Da kamen die direkt mit so einem Untersetzer um die Ecke. Ja, oder wenn wir unseren Texas-Eintopf so schön kalt aus der Dose löffeln wollten, ne, da haben die uns jedem so ein Petersiliesträußchen obendrauf gelegt. Ja, da war die Romantik für uns natürlich im Arsch. Ja, zum Eklat ist es dann halt gekommen, als wir eines Abends mal das Lagerfeuer auspinkeln wollten. Und die uns angebrüllt haben, wir sollten gefälligst im Sitzen pinkeln. Mir tun jetzt noch die Klöten weh. Die sehen immer noch aus wie gebrannte Mandeln. Ja, und da haben wir halt gedacht, dieses Jahr mal ohne die holde Weiblichkeit. Und das war echt klasse. Ja, neben uns haben direkt so Motorradfahrer gezeltet mit so langen Bärten und so Wikingerhelmen auf und so abgeschnittenen Jeansjacken noch über die Lederjacke gezogen. Ne? Eigentlich total unpraktisch. Ne? Wo so drauf stand, die Knochenbrecher. Ja, und die waren einen Abend mal ziemlich laut gewesen. Und da haben mich die Jungs zu denen rübergeschickt. Und mir aufgeschrieben, was ich zu denen sagen sollte. Ja. Ob sie es dann wirklich leiser gemacht haben, konnte ich hinterher nicht mehr so genau beurteilen. Mit meinem Kopf in diesem abgesägten Auspufftopf. Ja. Aber naja, vielleicht haben sie mich auch einfach nur falsch verstanden. Als ich vom Zettel vorgelesen habe, Entschuldigung, hätten Sie wohl die Freundlichkeit, ein wenig leiser zu sein, Sie bekackten Schwuchteln. Ach nee, die haben immer schon mal gerne Spaß, die Jungs. Hau, 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 hau. Am nächsten Tag kam dann so ein Bulli aus der Großstadt an
also aus Bielefeld. Und da stand so drauf, Frauenkegelverein, die feuchten 5. Ja, wahrscheinlich, weil es in Bielefeld immer so viel regnet. Ja, und die waren auch total nett, ne? Und auch total kunstinteressiert. Ständig musste ich für die Modell sitzen. In meiner alten Turnhose und so im Schneidersitz. Ach, die haben sich um mich gerissen. Die eine hat mich in Öl gemalt. Die andere hat hunderte von Fotos von mir gemacht. Wieder eine andere hat mich in so einen Topflappen gestickt. Und noch eine andere hat mich in so einen alten Baumstumpf geschnitzt. Jo, und als ich mir danach die Kunstwerke dann mal so angeguckt habe, ne, da hatten die alle komischerweise eines gemeinsam. Ne, auf allen lugte aus meiner alten Turnhose mein linkes Ei. Ne, die haben immer schon mal gerne Spaß, die Jungs. Ne. Hau, hau, hau. Ach, das war echt klasse mal ohne die Weiber. Endlich konnten wir mal machen, was wir wollten, ne? Was mit denen nie gegangen wäre. Ach, was weiß ich, Mucki reiten oder Alphabet rülpsen. Sogar die Umlaute. Ja, und natürlich unsere Lieblingsbeschäftigung, Fürze anzünden. Ja, das war auch der Grund, warum unser Norbert dieses Jahr ein bisschen früher nach Hause abreisen musste als geplant. Nö, weil der hatte einfach die beiden wichtigsten Grundregeln beim Fürzeanzünden sträflich missachtet. Erstens, niemals nach dem Verzehr von 3 Jumbo-Dosen Texas-Eintopf. Und zweitens, niemals im geschlossenen Zelt. Ach, wir hatten auch super Wetter, ne? Konnten schwimmen gehen und angeln. Einmal habe ich gedacht, ich hätte so einen fetten Karpfen an der Angel. Ne? Hab gezogen und gezogen. Plötzlich merke ich, da ist gar kein Fisch. Da ist das letzte Partyfässchen Bier von den Knochenbrechern, was sie da gerade zum Abkühlen ins Wasser gestellt hatten und was da jetzt gerade am Auslaufen war. Jo. Und da hab ich dann mein erstes Piercing bekommen. Von den Knochenbrechern. Mit dem Zelthering. Durch die Nase. Ohne Betäubung. Ja, sah eigentlich ganz gut aus. Das Blöde war nur, dass die Knochenbrecher den Hering dann irgendwann wieder in den Boden geschlagen haben. Mit mir dran natürlich. Ja, und dass sich der Bull Terrier von den Knochenbrechern dann unbedingt noch meinen Kopf als Lieblingsobjekt zum Markieren aussuchen musste, war natürlich auch nicht so die feine englische Art. Ja, auch die Jungs meinten auch, ne, seitdem hätte ich immer irgendwie so einen angepissten Gesichtsausdruck. Ne, die haben immer schon mal gerne Spaß, die Jungs. Hau, 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 hau. Jo, am letzten Abend haben uns die feuchten 5 dann noch zu einem Kasten Eierlikör eingeladen, zu sich ans Lagerfeuer. Ja, wir wollten ja eigentlich ohne Frauen, ne? Och, aber bei den feuchten 5, da haben wir gedacht, da lassen wir mal 5 gerade sein. Jo, und die wollten uns erstmal direkt besoffen machen mit ihrem Eierlikör. Ne, das haben wir sofort gemerkt. Hat aber nicht geklappt. Nö, nee, weil wir waren ja schon besoffen. Ja, das ist ein super Trick, ne? Da kann einem nichts mehr passieren. Jo, dann haben wir Flaschendrehen gemacht. Und da hab ich dann meinen ersten richtigen Zungenkuss bekommen. Von der Mandy. Und das war schon ein bisschen komisch. Aber auch ganz schön.
Also so ambivalent. Ja, das war so ein Gefühl im Mund, wie so eine Nacktschnecke auf Ecstasy. Aber schon ganz schön. Also, ja, unserem Dieter hat es wohl nicht so gut gefallen. Nee, weil der hat nach dem Knutschen erstmal direkt das Lagerfeuer ausgekotzt. Ja, da war es dann dunkel. Ne? Da hat unser Hubert seinen Wagen ans Zelt gefahren, die Halogenscheinwerfer eingeschaltet. Das war dem Mädchen dann wieder zu hell. Ne? Ja, da sagte Hubert, kein Problem, die Damen, ne? Und hat auf standlich gestellt. Ja, um die Romantik jetzt noch mehr zu steigern, hatte ich eine super Idee. Da bin ich zu den Knochenbrechern rüber. Nee, weil die hatten so eine laute Musikanlage dabei, ne, und haben immer so ein lautes Gekreische gehört. Tanzen konnten die irgendwie gar nicht so gut. Nee, die sind immer so mit den Köpfen aneinander gestoßen. Und teilweise schon richtig am Bluten. Ne. Ja, ich würde dem mal einen Tanzkursus empfehlen. Ja, da bin ich so zu denen rüber, ne, hab so gesagt, hey, da bin ich wieder. Ich hab hier eine super CD dabei, schieb die doch mal rein. Die neue von Pur. Echt total sensible Texte und wirklich was zum Nachdenken für euch. Schieb die doch mal rein. Jo, haben sie dann auch gemacht, ne? Allerdings nicht in den CD-Player. Sondern eher so in mich. Ja, und als ich dann zurückkam zu unserer Knutschorgie, sah ich dann mehr aus wie so ein Typ aus dem Erdkundebuch. Also wie so ein afrikanischer Fruchtbarkeitstänzer mit Tellerunterlippe. Ja, das war beim Knutschen mit Mandy natürlich schon ein bisschen blöd. Da haben wir uns manchmal ganz schön verheddert. Ja, und als wir dann am nächsten Morgen unsere Zelte abgebrochen haben, da habe ich Mandy dann noch so gefragt, ob sie eventuell mit mir gehen will. Da sagt sie, ja, ne, im Prinzip gerne. Es gäbe da nur ein Problem, sie hätte schon einen Freund. Da habe ich gesagt, du, ach, das macht doch nichts. Ja, da hat sie mir dann so ein Bild gezeigt von dem. Da war da so ein Typ drauf, mit so einem langen Bart und so einem Wikingerhelm und so einer abgeschnittenen Jeansjacke, noch über die Lederjacke gezogen, wo so drauf stand, die Schädelspalter. Da habe ich so gesagt, ach du Mandy, also das war auch nur so eine Idee. Ne? Und außerdem fällt mir da auch gerade siedend heiß ein, dass ich den Jungs ja auch versprochen habe, keine Frauen, ne? Obwohl ich eigentlich noch nie so richtig eine hatte. Du, aber wenn ich mir das so überlege, du, da fange ich auch am besten erst gar nicht damit an, du. Hau, hau. Drücken, 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 ja. Der wunderbare Rüdiger Hoffmann, das ist die aktuelle CD. Deine aktuelle CD, ja. Rüdiger Hoffmann, Ekstase heißt die CD. Rüdiger, ja. Karneval in Paderborn. Ja. Ja, wie ja. ist das da? Ja, da habe ich erstmal was mitgebracht. Ja. Was ist das bitte? Was ist denn das? Ja, das ist auch so eine Kappe. Nee, aber wir haben... Nee, also Karneval in Paderborn, das ist eigentlich, denkt man ja, so ein Widerspruch in sich, aber ja, wir haben das vor 20 Jahren mal probiert bei uns. Also richtig mit allem Pipapo. Da wurde auch schon mal mit der Luftschlange gearbeitet. Und
Tatsächlich. Ja, und also, die haben dann versucht, so einen Rosenmontagszug zu machen durch die Stadt. Aber da hat es dann geregnet und da ist dann keiner gekommen. Und im nächsten Jahr haben sie es dann halt gelassen. Also seitdem, obwohl es da gar nicht geregnet hat. Aber ja. Nee, also, so ist das halt bei uns. Was gibt es da auch so? In Köln gibt es ja 100.000 Lieder über die Stadt und über die Menschen. Wie ist das? In Paderborn gibt es auch Karnevalslieder bei euch, die über Paderborn handeln? Nicht direkt. Also ich arbeite immer noch an einem eigenen über das Drei-Hasen-Fenster. Das ist ja sehr bekannt. Das ist eigentlich das Wahrzeichen von Paderborn. Das Wahrzeichen von Paderborn, habe ich gehört. Ich würde sogar sagen, das ist das Wahrzeichen von Westfalen. Ja. Von Deutschland, könnte von man Deutschland so sagen. Ja. Da sind ja drei Hasen drin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Nee. Drei Hasen drin und nur drei Ohren. Und trotzdem hat jeder Hase zwei. Jetzt bist du dran. Ja. Keine Ahnung. Ja. Nee, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Ja. Nee, die sind so im, soll ich mal auflösen? Ja, bitte. Die sind so im Kreise angeordnet. Ne? Ah, okay. Also sagen wir mal so, wenn wir drei Hasen wären. Wir sind ja nur einer im Prinzip. Ja. Ja. Aber, ja. Ja. Genau. Da würde jetzt quasi mein rechtes Ohr an dein linkes ansetzen. Ja. Alles klar. Ne? Und mein rechtes an dein linkes und dein linkes an sein rechtes. An mein linkes. Ihr rechtes an mein linkes. Okay, verstehe. Dann wären wir drei Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder Hase zwei.